Am 25. Juni 1991 erklärte Kroatien seine Unabhängigkeit. Pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskog naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Hinter dem Lächeln und dem Händeschütteln verbarg die kroatische Führung ihre Besorgnis, wie Serbien, der mächtige Rivale im Südosten, reagieren würde. Die Kroaten ließen das benachbarte Slowenien vorpreschen, das ebenfalls an diesem Tag seine Unabhängigkeit erklärt hatte. Die Slowenen verjagten die jugoslawischen Zöllner von den Grenzübergängen nach Österreich und Italien. Willkommen in Slowenien. Willkommen, ja, danke. Haben Sie Pass? Ja. Würde Jugoslawien seine reichste Republik kampflos ziehen lassen? Територіальне обрати є построєна у час Республіки Словенії тут самостійної держави. Als der slowenische Präsident seine Truppen abschritt, wusste er, dass er sie vielleicht bald gegen die jugoslawische Volksarmee benötigen würde. Nach der offiziellen Feier fuhr ich nach Hause. Ich saß am Schreibtisch und schrieb meine Rede für den nächsten Tag. Das Telefon läutete. Mein Sekretär sagte mir, dass Armeepanzer aus den Kasernen ausrücken. Präsident Kutschan rief mich an und wollte wissen, was los ist. Er fragte: General, ist das ein Angriff gegen Slowenien? Ich sagte, Panzer sind auf den Straßen und rollen Richtung Laibach. Ich sagte: Herr Präsident, das ist kein Angriff. Das ist nicht unsere Absicht. Und er sagte: Panzer? Was für Panzer? Sie sind falsch informiert. Gehen Sie wieder schlafen. Panzer rollten tatsächlich durch Slowenien. Aber der Präsident hatte guten Grund anzunehmen, dass Slowenien ungeschoren davonkommt. Denn zwei Monate zuvor hatte er ein überraschendes Gespräch mit jenem Mann geführt, auf den die Armee hörte. Der slowenische Präsident hatte beschlossen, es wäre besser, sich von Jugoslawien zu trennen. Präsident Milosevic machte ein verlockendes Angebot. Er würde Sloweniens Abspaltung unterstützen. Slowenien sollte im Gegenzug seinen Plan unterstützen. Die Millionen Serben, die außerhalb Serbiens lebten, sollten sich dem serbischen Mutterland anschließen dürfen. Milosevic nahm meinen Arm. Er sagte: Siehst du nicht, dass wir beide, du und ich, die einzigen Politiker sind, die verstehen, was hier wirklich los ist? Ihr Slowenen wollt aus Jugoslawien austreten. Also treffen wir ein Abkommen. Lass uns die Verfassung neu schreiben und das Recht auf Sezession nicht nur auf die Republiken, sondern auf alle Volksgruppen ausdehnen. Kutschan war auf der Hut. Weil ich Milosevic gut kannte, wusste ich, dass man seiner nie sicher sein kann. Zeige ihm den kleinen Finger und er nimmt den ganzen Arm. Kutschan riskierte nicht, sich bloß auf das Wort von Milosevic zu verlassen. Um 5 Uhr früh, kurz nachdem die Panzer ausgerückt waren, trommelte Kutschan das Kriegskabinett zusammen. Sie mussten entscheiden, ob sie ihren Truppen Feuerbefehl gegen die jugoslawische Volksarmee geben sollten. Jeder wusste, dass das Krieg bedeutet. Ich wusste aber nicht, ob wir ausreichend darauf vorbereitet waren. Niemand sagte ein Wort. Keiner sah den anderen an.
Die Stille schien ewig zu dauern, aber es waren nur ein paar Minuten. Keiner meiner Minister wollte in diesem Moment sagen, was er sich dachte. Kučan sagte dann einfach, gut, das ist entschieden. Die Armee hatte geplant, die Grenzübergänge wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie rechnete nicht mit Widerstand. Nur etwa 2000 halb ausgebildete Wehrpflichtige wurden nach Slowenien abkommandiert. In kleine Gruppen aufgeteilt, sollten sie die Grenzposten zurückerobern. Das war ein taktischer Fehler. Jede Gruppe war dadurch verwundbar. Die 35.000 Mann starken slowenischen Streitkräfte kreisten sie rasch ein. Die jugoslawischen Truppen in Slowenien waren von unserer Infrastruktur abhängig. Ihre Kasernen waren räumlich von den Nachschublagern getrennt. Wir haben sie einfach abgeschnitten. Die Slowenen verbarrikadierten alle wichtigen Durchzugsstraßen. Tausende folgsame Soldaten saßen in ihren Kasernen in der Falle. Gestern noch sollten sie die Slowenen schützen. Heute waren sie ihre Geißeln. Auf so etwas hatten wir unsere Männer nicht vorbereitet. Offiziere wie dieser Oberst, ein Serbe, der 40 Jahre in Slowenien gedient hatte, sahen ihr Lebenswerk in Trümmer gehen. Wie konnte ein slowenischer Soldat auf mich schießen? Ich war sehr naiv. Ich dachte, wir dienten einem unteilbaren Land. Die Armee versuchte, die Barrikaden zu durchbrechen. Sie begann, die eingeschlossenen Soldaten per Hubschrauber zu versorgen. Die Slowenen waren kompromisslos. Wir hätten ihre Kommandanten nicht deutlicher warnen können. Jeder Hubschrauber, der über die Stadt fliegt, wird abgeschossen. Wir schickten einen Hubschrauber aus meiner Kaserne. Er war vollgepackt mit Lebensmitteln. Wir hörten, wie er getroffen wurde und spürten, wie er auf dem Boden aufschlug. Der Helikopter hatte lediglich Brot für die Soldaten der Volksarmee transportiert. Der Pilot, der tot in den Trümmern lag, war ein Slowene, der in der Volksarmee gedient hatte. Das war ein schwerer Moment. In diesen Sekunden begriff ich, dass es tödlicher Ernst war. The new order in Europe faces its first test. As Yugoslavia's army moves to crush Slovenia's democratic bid for independence, should the rest of Europe stand aside? Die Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft kamen zu einem Gipfeltreffen nach Luxemburg. Sie wollten zeigen, dass Europa seine Probleme auch ohne amerikanische Hilfe zu lösen vermag. Einziger Tagesordnungspunkt war die Krise in Jugoslawien. The first prize is to hold the federation together in Yugoslavia, but at the moment we face an emergency situation. Die Europäische Gemeinschaft schickte Hilfe. Drei Außenminister sollten Kroatien und Slowenien zum Einlenken bewegen. Ihr Lockmittel, um die abtrünnigen Republiken gefügig zu machen, war die internationale Anerkennung.
Wir unterstützen Ihre Unabhängigkeitserklärungen, aber eine Unterstützung ohne formelle Anerkennung war bedeutungslos. Wenn Sie als unabhängige Staaten anerkannt werden wollten, mussten Sie 3 Monate lang warten. Während dieser Zeit wollten wir eine politische Lösung suchen. Slowenien war zum Kriegsgebiet geworden, also flogen sie nach Kroatien. Kroatiens Präsident Tudjman gab in dieser Nacht sein internationales Debüt als Staatschef. Das Groteske daran war, dass für 8 oder 9 Uhr am Abend ein Staatsdiner geplant war. Aber wir kamen erst um 3 Uhr morgens an. Tudjman bestand darauf, dass wir uns exakt an das Programm hielten. Um 3 Uhr früh servierten die Kellner ein kafkaeskes Bankett mit einer ganzen Zahl von Gängen. Wie soll ich es beschreiben? Man war um Normalität, Formalität und Etikett bemüht. Die Krise wurde deutlich spürbar, als Kučan und die anderen Slowenen den Saal betraten. Die Atmosphäre wechselte. Er kam aus dem Auge des Orkans. Er war nervös und hatte absolut kein Interesse an dem vielen Essen. Ich hatte einige Nächte nicht geschlafen und man konnte es mir ansehen. Mit allen Anwesenden hatte ich schon bei anderen Gelegenheiten Gespräche geführt. Herr Post, der Außenminister von Luxemburg, fragte mich, wie ist die Lage? Ich antwortete, wir haben Krieg. Die EG-Minister hatten jedoch bald etwas zu feiern. Die Slowenen willigten in einen Waffenstillstand und Verhandlungen ein. I think that we achieved the main aim of our mission, which is bringing about a de-escalation of the situation. Doch die Slowenen und die Armee kämpften weiter. Die Soldaten der Volksarmee bekamen das meiste ab. Wir riefen das Kommando in Belgrad an. Ich erinnere mich. Ich fragte den diensthabenden General, was macht ihr denn? Sind wir eine Armee oder sind wir keine Armee? Hier werden unsere Burschen getötet und Hubschrauber abgeschossen. Unternehmt doch etwas. Wenn wir eine Armee sind, dann müssen wir etwas tun. Wenn nicht, dann sollten wir abziehen. Diese Entscheidung musste in Belgrad getroffen werden, der Hauptstadt Serbiens und Jugoslawiens. Der Verteidigungsminister schlug dem jugoslawischen Staatspräsidium einen massiven Militäreinsatz vor. Wir fragten den Minister, was genau verstehen Sie unter einem massiven Militäreinsatz in Slowenien? Er sagte, er würde Luftwaffe, Artillerie und Panzer massiv einsetzen. Innerhalb von 24 Stunden hätten wir alle Schlüsselpositionen besetzen und alle notwendigen Verhaftungen durchführen können. Sie sagten, wir müssten mit schweren Zerstörungen und vielen Opfern rechnen. Die Mitglieder des Staatspräsidiums wollten den Schlag gegen Slowenien absegnen. Es fehlte nur noch die Zustimmung Serbiens, der mächtigsten Republik. Doch sie erlebten eine Überraschung. Ich machte es ganz deutlich, ein Krieg gegen Slowenien bringt uns nichts. Slowenien war eine ethnisch homogene Republik ohne Serben. Wir hatten keine Gebietsstreitigkeiten. Es war uns völlig egal, ob sie bei Jugoslawien bleiben wollen oder nicht. Und Jovic machte den Vorschlag, die Armee aus Slowenien an die neuen Grenzen abzuziehen. Keiner sagte auch nur ein einziges Wort. Wir sind Soldaten, wissen Sie. Das war ein Befehl von unserem Oberkommando. Es gab dabei keine Polemiken. Diskutieren war nicht meine Aufgabe. Zögernd brachen die Generäle die Gefechte in Slowenien ab. Serbiens Ambitionen lagen anderswo. Ich war dagegen, die Volksarmee in Slowenien einzusetzen. Wir wollten uns nicht mit Kroatien und Slowenien gleichzeitig anlegen. Sobald die Slowenen aus dem Weg waren, konnten wir uns auf die Kroaten konzentrieren. Der serbische Präsident bekräftigte seine legitimen Interessen in Kroatien.
In dieser Nacht hatte ich ein Vier-Augen-Gespräch mit Milosevic. Er sagte etwas, an das ich mich gut erinnere. Er sagte, Kroatien kann ohne unsere Zustimmung nicht gehen, denn dort leben 600.000 Serben. Wenn wir dem kroatischen Volk das Recht einräumen, Jugoslawien zu verlassen, dann können sie den anderen nicht das Recht absprechen, ihre eigene Wahl zu treffen. Die Serben wollten in Jugoslawien bleiben. Er sagte, diese 600.000 Serben und ihr Land müssen wir bekommen, sonst lassen wir die Kroaten nicht so ohne weiteres gehen. Im Gegensatz zu Slowenien lebte in Kroatien auch eine große serbische Minderheit. Das sind die letzten Amateuraufnahmen, die Vukovar im Frieden zeigen. Nur wenige Tage später brach hier, unweit der serbischen Grenze, der wirkliche Krieg aus. Die serbischen Nationalisten in Kroatien hatten bereits in Dutzenden Dörfern die Macht an sich gerissen. Nun galt es, diese Dörfer zu verbinden und die Kroaten, die im Wege waren, zu vertreiben. Später sollte sich dieser rein serbische Ministaat dem Mutterland anschließen. Der erste Schritt zur Schaffung eines neuen, von Serben für Serben regierten Jugoslawien. Mit diesem Ziel vor Augen machten sich die extremistischen Verbündeten von Präsident Milosevic daran, einen Konflikt zwischen Serben und Kroaten zu provozieren. In diesem Jahr starteten wir eine große Kampagne zur Rekrutierung von Freiwilligen. Wir schickten sie in die Spannungsgebiete in Ostslawonien. Dieser Mann hatte die Aufgabe, solche Übergriffe zu verhindern. Josip Reichel Kier war Polizeichef von Ostslawonien. Unter seinem Kommando standen 1000 Mann, Kroatiens einzige Streitkräfte in der Region. Doch Kier weigerte sich, den Weg der Konfrontation zu gehen. Er tat, was in seiner Macht stand, damit Serben und Kroaten weiterhin miteinander lebten. Josip nahm mich oft in seinem Wagen mit. Wenn serbische Extremisten eine neue Straßensperre aufbauten, fuhr er immer hin. Bei diesen Treffen war er unbewaffnet. Er stieg aus, öffnete seine Jacke und ging langsam auf die Absperrung zu, um die Leute zu beschwichtigen. Meist wurden die Barrikaden dann wieder abgebaut. Aber der Polizeichef hatte einen Gegner. Der örtliche Parteiboss gehörte zum extremen Flügel der kroatischen Regierungspartei. Er war ebenso radikal wie seine serbischen Gegenspieler. Unser Parteichef empfing eine Ministerdelegation aus Zagreb und sagte meinem Mann, er solle sie nach Borovo Selo bringen. Borovo Selo ist ein Vorort von Vukovar, der bedeutendsten Stadt am kroatischen Ufer der Donau. Im Stadtzentrum lebten Serben und Kroaten zusammen. Aber Borovo Selo war fast rein serbisch und die Extremisten errichteten Barrikaden, um den Kroaten den Zutritt zu verwehren. Mein Mann musste sie bei Nacht und Nebel dorthin führen. Dann sah er, wie sie den Kofferraum öffneten und einen Raketenwerfer zusammensetzten. Josip traute seinen Augen nicht. Sie feuerten 3 Raketen auf Borovo Selo. Die erste traf ihr Ziel, einen Traktor, der als Straßensperre benutzt wurde. Die zweite ging daneben in ein Maisfeld und die dritte schlug in das erste Haus am Stadtrand ein. Dieser kroatische Akt der Provokation wurde von Männern begangen, die zu Präsident Tudjmans innersten politischen Kreis gehörten. Die Falken in seiner Regierung wurden immer einflussreicher. Doch andere Regierungsmitglieder kamen bald dahinter. Kier erzählte mir später, wer das getan hat. Die Gruppe wurde von Herrn Šušak angeführt, der heute Verteidigungsminister von Kroatien ist. Mein eigener Stellvertreter war auch dabei. Šušak, der erst vor kurzem aus dem Exil in Kanada zurückgekehrt war, führte den extremistischen Flügel der kroatischen Regierungspartei. Der mitternächtliche Angriff
konnte seine serbischen Opfer in Borovo Selo nicht einschüchtern. Sie wandten sich nach Belgrad um Hilfe. Borovo Selo bat mich, meine Freiwilligen zu schicken. Die dortigen Serben verlangten Schutz rund um die Uhr. Die Polizei von Milosevic gab uns die Waffen. Die Serben in Vukovar nahmen zwei kroatische Polizisten gefangen. Die Kroaten schlugen zurück. Die Kroaten kamen geradewegs die Hauptstraße entlang gefahren. Zwei Autobusse mit schwer bewaffneten kroatischen Polizisten fuhren in diese Hochburg der Serben und gerieten in einen Hinterhalt. Eine halbe Stunde lang ging es hin und her. Dann machten meine Männer die Kroaten fertig. Zwölf kroatische Polizisten wurden getötet, 22 verwundet. In dieser Nacht kochte in Kroatien der Volkszorn über. Die Menge verbrannte jugoslawische Fahnen, die für sie nun Serbien symbolisierten. Als Kroatien und Serbien immer tiefer in den Konflikt schlitterten, übernahmen die Extremisten die Initiative. Die Kriegstreiber um Präsident Tudjman wollten die Vermittlungsbemühungen ihres eigenen Polizeichefs Reichel Kija abstellen. Sie beschlossen, ihn zu beseitigen. Mein Mann fuhr in die Hauptstadt zum Minister. Er sagte ihm, dass er keinen Spielraum mehr hat und dass er am Ende ist. Kier sagte, Herr Minister, Sie müssen mir helfen. Man will mich töten. Versetzen Sie mich nach Zagreb. Ich mache jede Arbeit, die Sie wollen. Ich antwortete, Kier, seien Sie nicht kindisch. Nichts wird passieren. Nehmen Sie einen Whisky. Aber er sagte, retten Sie mich. Ich wollte wissen, wer ihn bedroht. Er sagte, es ist sein Bezirksparteichef. Und hier in Zagreb Minister Šušak und sein Kreis. Der Polizeiminister versprach, Kier nach Zagreb zu holen. Doch am Tag seiner Versetzung gab es wieder einen Zwischenfall. Kier fuhr ein letztes Mal hinaus, um die Situation zu entschärfen. Er wurde zu einer seiner eigenen Polizeisperren gelockt. Als er dort ankam, war seltsamerweise der Kommandant nicht da. Ein Mitglied der Regierungspartei, ein Kroate namens Gudel, versperrte Kier den Weg. Gudel versuchte gar nicht erst, ihn aufzuhalten. Er feuerte sein volles Magazin durch das Autofenster. Mein Mann wurde von 16 Kugeln getroffen. Das war der Lohn für seine monatelangen Bemühungen. Gudej war Polizeireservist. Das wirklich Absurde daran war, dass er nur wenige Tage vorher bei Josip war, um seine Waffe zu übernehmen. Josip gab ihm eine Kalaschnikow. Und mit dieser Kalaschnikow hat er ihn getötet. Zwei Tage später rollte eine 30 Kilometer lange Panzerkolonne von Belgrad an die kroatische Grenze. Die Soldaten zeigten zwar die jugoslawische Fahne, doch sie wurden immer mehr zur Armee des serbischen Präsidenten Milosevic. Sie gaben vor, die Kampfparteien auseinanderzuhalten und die Serben in den Dörfern Kroatiens schützen zu wollen. Die serbischen Medien unterstützten sie. Einer der Offiziere, die geschickt wurden, um die Serben zu schützen, war Oberst Mladic, der spätere Kommandant der bosnisch-serbischen Armee. Iz redova svih naroda i narodnosti i sa svojim vojnicima.
Aber Mladic war nicht so unparteiisch, wie er vorgab, als er gegen das kleine Dorf Kijevo vorrückte. Kijevo war ein kroatisches Dorf. Aber es blockierte die Straße zu unseren serbischen Dörfern, die hinter Kijevo lagen. Die Kroaten ließen keine Hilfe durch, also stellte ich ihnen ein Ultimatum. Das Ultimatum war an die kroatische Polizei in Kijevo gerichtet. Martic verlangte ihren Abzug. Die Kroaten weigerten sich. Darauf befahl Oberst Mladic den Armeeeinsatz. Die jugoslawische Volksarmee kämpfte zum ersten Mal offen auf der Seite der Serben. Sie bombte die Kroaten in die Flucht. U Kijevu otićete i tamo. Tučena je svaka kuća vatrom i svi sredstava jedinice iz koje je pružan otpor. Nije tučen ni jedan cilj, niti je tučena ni jedna kuća da bi se kuća srušila. Als die Armee fertig war, marschierten die Martić-Serben ein. Ehrlich gesagt, wir waren viel stärker als die Kroaten. Natürlich sind ein paar Häuser abgebrannt. Das ist so, wenn Artillerie eingesetzt wird. Jugoslawische Fahnen wurden aufgezogen, als die Armee eine kroatische Ortschaft nach der anderen eroberte. Die Serben hatten alle schweren Waffen, aber sie hatten ein Problem. In jeder größeren kroatischen Stadt gab es eine Kaserne der jugoslawischen Volksarmee, die jetzt von den Kroaten blockiert wurde. Die Kroaten hatten nur eine schwache Armee. Präsident Tudjman musste sich genau aussuchen, wo er seine Verteidigung konzentrierte. Mit der Verteidigung von Vukovar haben wir auch die umliegenden Städte verteidigt. Wenn die Serben Vukovar schneller eingenommen hätten, wäre das eine Katastrophe für Kroatien geworden. Also schickten wir alles, was wir hatten, zur Verteidigung dorthin. Die jugoslawische Armee vor Vukovar war durch massenhaftes Desertieren geschwächt. Milosevic musste seine Streitkräfte mit nationalistischen Freischärlern verstärken. Das Regime in Serbien hatte gesehen, wie nützlich wir waren. Sie stellten uns eine ganze Kaserne zur Verfügung. Serbien hat alles für uns getan. Die Freiwilligen haben Uniformen und Waffen bekommen und wurden an die Front transportiert. Die Zusammensetzung der paramilitärischen Einheiten reichte von Kriminellen bis zu fanatischen Anhängern der serbischen Sache. Ich ging nach Kroatien, weil ich als ideologischer Berater arbeiten wollte, aber bald war ich Frontkommandant, alles andere wäre Feigheit gewesen. Und das ist wohl die schlimmste Eigenschaft, die ein Nationalist im Krieg haben kann. Bokans weiße Adler überfielen das Dorf Vocin in Ostkroatien. 1500 Menschen wohnten dort. Als kroatische Soldaten das Dorf zurückeroberten, fanden sie das vor. Bokans Männer hatten 48 kroatische Zivilisten getötet. Sie hatten ihnen ins Gesicht und in die Augen geschossen, sie mit Hacken erschlagen oder lebendig verbrannt und sie zur Abschreckung der anderen liegen gelassen. Du musst immer wissen, wo du stehst, ob du verloren oder gewonnen hast, ob du mutig oder feige warst, ob du ein Kriegsverbrecher oder ein Held bist.
Werden dich deine eigenen Leute bewundern und verehren oder wirst du dein Land im Stich lassen? Der Terror war kalkuliert, um die Zivilbevölkerung kampflos zu vertreiben. Diese Methode wurde als ethnische Säuberung bekannt. Doch nicht nur die Serben machten sich schuldig. Diese Frauen und Kinder sind Kroaten. Dieser alte Mann ist Serbe. Sie fliehen aus Vukovar, doch in entgegengesetzte Richtungen. Die Europäische Gemeinschaft hatte die Krise innerhalb von 3 Monaten beilegen wollen. 2 Monate waren verstrichen, aber die Spirale der Gewalt drehte sich weiter. Jetzt wurden alle 6 jugoslawischen Republikspräsidenten zu Gesprächen gerufen. Mr. Chairman, Excellencies, the Yugoslav crisis, which is the reason for convening this conference, is the result of unilateral secessionist policy, first of Slovenia, then of Croatia. Nema osnove za sprečavanje hrvatske samostalnosti pozivom na jugoslavenski ustav iz 1974. jer je on narušen od Srbije ukidanjem autonomije. Postojao je lijep scenario. Was für eine Szene. Neben uns saßen die Minister der Europäischen Gemeinschaft und wir 6 zerstrittenen jugoslawischen Stammesführer starrten einander mehr oder weniger hasserfüllt an. Gledali se sa više ili manje mržnje. Having heard some of the remarks made this morning, it's quite clear that there are considerable difficulties ahead. Wir beschlossen, uns mit den beiden Wichtigsten, mit Präsident Milosevic und Präsident Tudjman zusammenzusetzen und zu besprechen, wie das zukünftige Gefüge aussehen könnte. Bei diesem Gespräch bestand Milosevic darauf, wenn die Kroaten das Recht auf einen unabhängigen Staat haben, dann haben die Serben das gleiche Recht. Die Krajina-Serben sollten sich Serbien anschließen dürfen. Gleiche Behandlung, Menschenrechte, keine Diskriminierung. Dafür haben wir die Serben außerhalb Serbiens unterstützt. Ich sprach mit Präsident Milosevic und sagte, wären Sie einverstanden, die Unabhängigkeit Kroatiens anzuerkennen, natürlich unter der Bedingung, dass die Menschenrechte für die dortigen Serben garantiert sind. Können Sie das akzeptieren? Und er antwortete ja. Und ich fragte ihn mehrmals und er sagte ja. Carrington ging daran, aus dieser mündlichen Zusage einen Plan für ganz Jugoslawien zu entwerfen. Aber meinte es Milosevic ernst? Die Vorgesetzten Lord Carringtons, die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft, waren nicht so sicher. Also sehr bald entstand der Eindruck, dass die Serben, die serbische Führung war es, auf Zeitgewinn arbeiteten, um den Krieg fortsetzen zu können. Die Deutschen hatten begründete Zweifel. Belgrads Generäle waren von den Friedensplänen unbeeindruckt und begannen soeben, die Altstadt von Dubrovnik zu beschießen. Als Milosevic nach Hause kam, boten sie ihm an, den Krieg rasch zu beenden. Wir hatten alles bis ins letzte Detail geplant. In 2 Kolonnen wären wir entlang der Drau und der Save gegen die kroatische Hauptstadt vorgestoßen. Wir hätten Zagreb in 2 Tagen genommen und Schluss mit Kroatien. Eine offene Militäraktion dieser Art barg das Risiko von Sanktionen oder Schlimmerem. Milosevic berief sein Kriegskabinett ein, in dem Serben und die Verbündeten Montenegriner saßen. Entweder wir nehmen den Friedensplan der Europäischen Gemeinschaft an, oder der Krieg gegen Kroatien eskaliert und wir riskieren eine Intervention von außen. Wir haben den Montenegrinern gesagt, wenn wir den Krieg gegen Kroatien ausweiten, werden sie an Deutschland, Österreich, Ungarn und ich weiß nicht wen noch appellieren. Solche Verbündete haben wir nicht, denn die Russen haben deutlich gesagt, sie würden uns nicht helfen. Milosevic bekräftigte, dass Lord Carringtons Plan die Forderungen der Serben erfüllt.
Als wir alles durchbesprochen hatten, war uns klar, dass wir dem Carrington-Plan zustimmen mussten. Der Carrington-Plan war der letzte Versuch einer Lösung für ganz Jugoslawien. Vielleicht hätte er das Blutvergießen verhindern können. Nicht nur in Kroatien, sondern auch in Bosnien. Carrington schickte allen jugoslawischen Präsidenten seinen fertig formulierten Plan und berief eine neue Gesprächsrunde nach Den Haag ein. Carrington wollte keine Überraschungen in letzter Minute, also eröffnete er die Konferenz ohne Verzögerung. Er überließ Milosevic das Wort. Und er warf alle möglichen Probleme auf, über die Legalität und ob man Jugoslawien so einfach aufteilen könne und so weiter. Mir wurde klar, Milosevic machte einen Rückzieher. Milosevic hatte Einwände. Carringtons schriftlicher Plan wies einen scheinbar geringfügigen, aber entscheidenden Unterschied auf. Milosevic war damit einverstanden, dass Kroatien unabhängig wird, weil er angenommen hatte, dass auch sein Wunsch erfüllt wird. Alle anderen Republiken würden bei Jugoslawien bleiben. Aber jetzt besagte Carringtons schriftlicher Plan, dass jede Republik zunächst souverän und unabhängig werden müsste. Milosevic erkannte, was das bedeutete. Er würde automatisch die Kontrolle über die verbliebenen Republiken verlieren. Ich sage Ihnen, das Dokument, das man uns vorlegte, war völlig unannehmbar. Es war nicht einzusehen, warum Milosevic dagegen war. Ich meine, seine Argumente waren nicht stichhaltig. Der Grund war einfach. Mit einem einzigen Strich wollten sie mit Jugoslawien Schluss machen. Dazu hatten sie kein Recht. Der Fortbestand Jugoslawiens war das Herzstück der Politik Belgrads. Milosevic wäre zu einem Kompromiss über die Serben in Kroatien bereit gewesen. Doch die übrigen Serben wollte er um jeden Preis zusammenhalten. In seiner eigenen Republik, beim kleinen Verbündeten Montenegro, vor allem aber in Bosnien, wo 1,5 Millionen Serben lebten. Wenn er Bosnien gehen ließ, wie sollte er dann einen Staat für alle Serben schaffen? Nachdem Milosevic Nein gesagt hatte, fragte ich alle anderen, ob sie den Plan annehmen. Zuerst stimmte Bosnien zu, dann Kroatien und Mazedonien. Die Vision eines Jugoslawien, in dem alle Serben leben konnten, begann zu schwinden. Eine Republik nach der anderen stimmte für den Carrington-Plan und für die Auflösung Jugoslawiens. Wollte überhaupt noch jemand eine Föderation mit Serbien? Doch Milosevic war unbesorgt. Wenn auch nur eine der restlichen Republiken bei Jugoslawien blieb, konnte der Staat weiter bestehen. Er verließ sich auf seinen Bündnispartner, den Präsidenten von Montenegro. Er erlebte eine Überraschung. Ich sagte, für uns geht der Plan in Ordnung. Wir können unsere Interessen verwirklichen, die Interessen der anderen werden ebenfalls wahrgenommen. Es wäre ein ausgezeichnetes Instrument gewesen, um den Krieg zu beenden. Das war ein Schock. Sie hätten eine Nadel fallen gehört im Sitzungssaal. Wir waren völlig überrascht. Milosevic war irritiert, nervös, ja, geschockt. Milosevic war angeschlagen, als er den Sitzungssaal verließ und sich an seine Anhänger wandte. Er schickte eine klare Botschaft an alle Serben Jugoslawiens. Das war die schwerste Krise, die wir innerhalb unserer Führung je hatten. Auf dem Heimflug planten die Führer Serbiens ihre nächsten Schritte. Es gab keine andere Wahl. Montenegro musste einlenken.
Am Abend begann mein Telefon zu klingeln. Alles Leute, die ich nicht ignorieren konnte. Sie fragten, bist du wirklich ein Verräter des serbischen Volkes? Das Telefon läutete die ganze Nacht. Es gab alle möglichen Drohungen. Narodna stranka Crne Gore zatražila je vanrednu sednicu crnogorskog parlamenta zbog toga što je Momir Bulatović potpisao haški dokument. Očekujemo da će njegova usvoji njihovu deklaraciju kojom se potpis Momira Bulatovića na haški dokument osuđuje kao separatistička odluka kojom se deli jedinstvenica. Ja ne mogu zauzeti drugi stav nego da taj haški dokument ne potpiše. Ako je kriterijum dobre vlasti u Crnoj Gori i od naroda prihvaćene vlasti, poslušnost i apsolutna identičnost s onim što dolazi iz Beograda, onda ovom narodu ne treba vlast. Aber Montenegro war ein Satellitenstaat Serbiens. Milošević zitierte den montenegrinischen Präsidenten in sein Büro nach Belgrad. Wir fragten ihn gerade heraus, was hat man dir angeboten? Wie viel zahlen sie dir, damit du Jugoslawien aufgibst? Der italienische Außenminister hatte den Montenegrinern in der Tat einen kräftigen Anreiz geboten, sich von Serbien zu trennen. Das war ein wichtiges Hilfspaket, 30 oder 40 Milliarden Lire. Für Montenegro mit seinen 600.000 Einwohnern ist das ein ziemlicher Brocken. Bulatović war sehr interessiert an Wirtschaftsbeziehungen mit der EG, vor allem mit Italien, das Montenegros Bindeglied nach Europa sein könnte. Bulatović konnte es nicht leugnen. Er sagte, ja, wir hatten Gespräche mit den Italienern und sie haben uns gesagt, wenn wir den Plan annehmen, hätten wir persönliche Vorteile. Die Serben stellten Bulatović vor die Wahl, einen öffentlichen Skandal und seinen politischen Ruin zu riskieren oder Lord Carringtons Plan, die Absage zu erteilen. Ich muss sagen, es war ein hartes Gespräch und Bulatović schwitzte aus allen Poren. Schließlich unterschrieb er den Text, den wir für ihn vorbereitet hatten, und schickte ihn an Lord Carrington. Nachdem ich den Brief an Carrington unterschrieben hatte, war ich kein so großer Verräter mehr. Damit war Lord Carringtons Friedensplan tot. Milošević machte sich daran, seinen Krieg in Jugoslawien zum Abschluss zu bringen. Die meisten Gebiete, die er beanspruchte, waren bereits erobert. Nur eine Stadt leistete hartnäckigen Widerstand. Das serbische Oberkommando entsandte seinen besten General, um den Entscheidungsangriff gegen Vukovar zu führen. Wir entschlossen uns, Vukovar nicht im Häuserkampf, sondern mit den schweren Waffen zu nehmen. Vukovar ist eine alte Stadt. Viele Häuser waren aus schlechtem Material gebaut. Zwei Monate lang hatten die Kroaten keinen einzigen Zentimeter kampflos preisgegeben. Präsident Tudjman glaubte, dass die Stadt nicht mehr zu halten ist. Vukovar spielte dennoch eine Rolle. Kroatien hatte nur einen mächtigen Freund in Europa. Das war Deutschland. Für die Anerkennung brauchte es auch die Sympathien von anderen. Kroatien stand bei seiner Suche nach Anerkennung fast ganz allein in der Welt. Dieses Problem bestand, bis die Serben den Ring um Vukovar zuzogen. Die Menschen in Vukovar waren von dem spärlichen Nachschub abhängig, der durch die feindlichen Linien geschmuggelt wurde. Als die Lieferungen ganz versiegten, beschloss der kroatische Kommandant, persönlich bei seinem Präsidenten vorzusprechen.
Zu Fuß schlüpfte er durch den serbischen Kesselring. Wir hatten das Glück, dass es nebelverhangen war und leichter Regen einsetzte. Wir arbeiteten uns durch die Maisfelder voran. 13 Stunden brauchten wir, um die feindlichen Linien zu durchqueren. Zwei von meinen Jungs haben es nicht geschafft. Als ich endlich beim Präsidenten war, bat ich um schwere Waffen. Ich habe angeordnet, die allernotwendigsten Versorgungsgüter nach Vukovar zu schicken. Der Kommandant kehrte nach Vukovar zurück, doch die Waffenlieferungen blieben aus. Er ging vor die Presse und warf seiner Regierung vor, Vukovar zu opfern, um internationale Sympathie zu wecken. Ich sage nicht, dass uns keine Hilfe geschickt wurde. Sicher ist nur, dass wir nichts bekommen haben. Damit war Vukovar den Serben gewiss. Aber die Tragödie dieser Stadt gab Deutschland ein gewichtiges Argument innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. The Germans bludgeoned the rest of the community into recognizing the rebel republics. They'll recognize Slovenia and Croatia on Thursday, regardless. Es hat sehr viele Spekulationen gegeben. Die Bundesregierung könne in dieser Frage isoliert sein. Aber es war eine sehr, sehr schwierige Verhandlung. Und ich sage, das Ergebnis übertrifft die Erwartungen, die wir hatten. Dieser Krieg kostete beide Seiten 15.000 Menschenleben. Eine halbe Million Menschen war auf der Flucht. Das ist Vukovar, unmittelbar nach dem Fall.